Und da sind wir wieder. Nachtzug nach Hamburg, 366. Ausgabe mit Reiko Schmidt. Schön, dass ihr gerade wieder mit dabei seid an diesem viel zu langen Tag. Ich musste heute um 6.12 Uhr mit dem Zug losfahren Richtung Nordrhein-Westfalen und bin deswegen schon um 5.30 Uhr aufgestanden, aber das ist gar nicht, was ich euch erzählen wollte. Kurz vor meiner Ankunft. Ich war gerade in Duisburg am Umsteigen. Da klingelt das Telefon. Eine Kollegin ist dran und sagt, der Termin findet erst 3 Stunden später statt. 3 Stunden später, was macht man, wenn man von 10 bis 13 Uhr die Zeit totschlagen muss in Duisburg? Die Stadt wirkte, zumindest wenn man so aus dem Bahnhofsgebäude mal kurz rausgeguckt hat, jetzt nicht so, als dass man da 3 Stunden durchflanieren könnte, zumal es ja auch geregnet hat. Das darf man nicht vergessen, es hat geregnet. Nichts gegen Duisburg, ich kenne es gar nicht. Auf jeden Fall dachte ich mir, was machst du bloß, Reiko? Hab nochmal kurz die Kollegin angerufen, was sie machen würde, und sie meinte, ach, miete dir doch ein Hotelzimmer und leg dich noch 2 Stunden hin. Gesagt, getan, das habe ich dann tatsächlich gemacht. Mama Leone heißt das Hotel in Duisburg. Direkt, wenn man aus dem Bahnhof raus stolpert über die Straße, zack, ist man drin. Und was mich dort so ein bisschen gewundert hat, da gibt es 2 Bettwäschen. Ja, da war ein Doppelbett in dem Zimmer. Die eine Hälfte war rot und die andere war blau bezogen. Mit roter und blauer Bettwäsche. Also es war rosa und so ein bisschen hellblau. Nicht so kräftige Farben, sondern eher Pastelltöne. Und ich dachte, ist das hier eine Seite für einen Mann, eine Seite für die Frau? Bin ich hier in einem Stundenhotel? Nee, nicht wirklich. Ne? Da hätte es wahrscheinlich ein bisschen mehr gekostet und da wäre wahrscheinlich dann auch nur ein Bett drin gewesen, denn im Stundenhotel brauchen wir ja keine 2 Betten. Na egal, auf jeden Fall habe ich mir dann so überlegt, es ist doch eigentlich blöd, dass man die Welt in Rot und Blau einteilt. Es hat mich schon immer genervt, dass diese Werbung immer, wenn so kleine Kinder im Spiel sind, alles, was immer so Blautönen gehalten ist, das sollen die Jungs sein und alles, was so in Rosatönen gehalten ist, das sollen die Mädchen sein, ist das schrecklich, oder? Also, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wo dieses dämliche, vor allen Dingen kitschig aufgesetzte Rot und Blau herkommt. Weiß das zufällig jemand, warum Jungs immer blau und Mädchen immer rot angezogen werden? Und wenn man so Kataloge durchblättert, dann sind die Seiten, wo die Mädchenartikel sind, immer in Rottönen und die Sachen für die Jungs immer in Blautönen. Ich wüsste gern mal, wer auf diese beschissene Idee gekommen ist, das in diese Farbkategorien zu unterteilen. Und es gibt ja auch Beispiele, dass es umgekehrt manchmal auch nicht schlimm ist. Eine Arbeitskollegin von mir, die hat ein wunderbares hellblaues Kleid. Da sieht die super gut drin aus. Gut, ich habe ein, ja, wie nennt man das, altrosanes Polohemd. Sieht aber auch so ein bisschen rosa aus. Ja, und ich denke mal, bis jetzt hat mir keiner gesagt, dass ich da drin scheiße aussehe. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt ein blaues Hemd und meine Kollegin ein rotes Kleid. Oder wo ist eigentlich das Problem? Ich weiß es echt nicht. Aber der Tag hatte noch mehr Überraschungen zu bieten. Denn nur aufgrund einer dreifachen Zugverspätung bei der Deutschen Bahn habe ich es geschafft, sehr, sehr zeitig in Hamburg zu sein. Fragt ihr euch jetzt, wie ich das gemacht habe? Ganz einfach. Man plane den Zug um 14.20 Uhr. Wundere sich, dass um 14.10 Uhr schon ein Zug kommt, merkt dann, aha, das ist der Zug, der vor einer Stunde fahren sollte, der hatte so viel Verspätung, dass er jetzt erst kommt. Sei froh darüber, dass dem so ist, steige da ein und am nächsten Umsteiger, das war in dem Fall bei mir wieder in Duisburg auf dem Weg zurück, habe ich nur, weil der Anschlusszug auch Verspätung hatte, noch den davorgehenden Anschlusszug bekommen. Der hat dann die Verspätung ein ganzes Stück rausgefahren, bis wir in Dortmund waren. Und da hat dann der IC diesmal nach Hamburg gewartet. So kleine Zufälle gibt's manchmal. Und deswegen war ich heute schon wieder relativ zeitig in Hamburg. Muss ich der Bahn mal ein großes Lob aussprechen? Ja. Toll, dass ihr solche fetten Verspätungen einbaut. Damit schafft man's, wenn man Glück hat, so wie heute, ich mal Glück hatte,
und ist noch zeitiger da, als man es eigentlich gedacht hat. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Euer Reiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.